Einen wunderschönen guten Morgen. Herrlicher Sonnenschein hier kurz vor Seppenrade. Ich habe ein ruhiges Plätzchen gefunden und ich möchte euch einfach mal zeigen, wie lenkt man ein Motorrad. Viel Spaß dabei! Und zwar, wenn ich ein Motorrad schiebe, dann lenke ich nach rechts und es fährt nach rechts. Oder ich lenke nach links und es fährt nach links. Ich halte es ja auch die ganze Zeit aufrecht. Jetzt muss man aber irgendwann, wenn man schneller wird, mit Schräglage arbeiten. Wenn ich also jetzt schneller fahren würde und würde eine Linkskurve fahren, würde mich die Fliehkraft ja nach rechts umkippen. Also ich muss mit Schräglagen arbeiten. Jetzt ist die Frage, wie bekomme ich ein Motorrad in Schräglage? Ich kann einmal mich als Fahrer einfach in die Richtung kippen lassen. Das dauert aber sehr lange, dieses Kippen lassen. Ich kann da einen Trick anwenden. Und zwar, wenn ich das Motorrad jetzt auf meine Hand stelle und es soll nach links kippen, das Motorrad, dann ist ja klar, ich müsste die Hand, wo es drauf steht, nach rechts kippen, damit es nach links kippt. Und das können wir mit der Lenkung machen. Und zwar, wenn wir nach rechts lenken, fährt das Motorrad hier unten nach rechts und das ergibt eine Schräglage links. Wenn ich jetzt die Lenkung so lassen würde, dann würde das natürlich nach rechts fahren, bis ich also wirklich auf der Seite liege. Das heißt, man lenkt nur etwas nach rechts. Wenn man das sehr stark haben will, die Schräglage, dann macht man es sogar ziemlich ruckartig. Das Motorrad geht super schnell nach rechts unten und geht in die Schräglage nach links. Und dann wird die Lenkung wieder gerade gemacht und man fährt eine Linkskurve. Ja? Und genauso umgekehrt. Ne? Ich lenke nach links, das Motorrad geht auf seiner Unterseite nach links und es ergibt eine Schräglage nach rechts. Auch in der Kurve kann ich sogar Folgendes machen. Wenn ich jetzt in einer Linkskurve bin und wenn ich jetzt hier mit dieser Hand nach vorne drücke, würde das ja eine Rechtslenkung bedeuten. Das heißt, ich fahre dahin, wo eigentlich die Leitplanke ist, wo ich Angst vor habe. Ja? Ich lenke also nach außen, nach dahin, wo ich eigentlich nicht hin will. Das kostet so ein bisschen Überwindung. Und dann fängt das Motorrad an, noch mehr in die Schräglage zu gehen. Es kann einfach viel Sicherheit bringen, sich in die Schräglage zu trauen. Und nutze es wirklich nur für den Notfall, ne? Also nicht um wie die Wilden zu fahren, sondern für die Sicherheit.